So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Punch Club. Wir haben den ersten Kampf in der Amateurliga erfolgreich bestritten und wollten jetzt eigentlich trainieren, aber uns fehlt das Geld. Das heißt, wir müssen leider erstmal arbeiten. Wir gehen dann natürlich zu Fuß hin und beginnen sofort mit der Arbeit. Nicht, dass ihr es denkt, ich habe es vergessen. Wir haben uns natürlich am Ende der letzten Folge noch für den nächsten Amateurkampf angemeldet. Ja, ein Level machen wir noch. Und gehen uns dann erstmal ein bisschen Fleisch kaufen, damit wir wieder was schnabulieren können. Schaffen wir das noch? Ne, schaffen wir leider nicht mehr. Dann auf zum Supermarkt. Da holen wir uns das Fleisch. Und hauen uns ein bisschen aufs Ohr, damit wir danach direkt wieder trainieren können. Was ist denn das? Hallo? Hey, du hast mit dem Kämpfen angefangen. Das ist gut. Ich habe mein altes Kampfhandbuch auf dem Tisch liegen lassen. Vielleicht hilft es dir. Vielen Dank, Frank. Da ist das Handbuch. Wie man richtig trainiert. Versuche nicht, in allen drei Werten hohe Werte zu erreichen. Wähle einen Weg und baue deinen Körper entsprechend auf. Erhöht den Schaden deiner Treffer. Stärke erhöht den Schaden deiner Treffer. Geschick erhöht deine Treffersicherheit. Ausdauer erhöht Energieregeneration. Du verlierst jeden Tag Werte. Es ist schwierig und teuer, sie jederzeit hochzuhalten. Versuche einfach am Tag eines Kampfes in Bestform zu sein. Hohe Stärke teilt hohen Schaden aus, verbraucht mit jedem Treffer aber auch viel Energie. Vergiss also nicht, für Energieregeneration deine Ausdauer zu trainieren. Entschuldigung. Wähle Talente mit hohem Schaden, die kein höheres Geschick benötigen. Dritter Ausweichen und andere Talente, die hohes Geschick benötigen, sind nicht effektiv. Kampfstil, der am besten zu dir passt, Weg des Bären. Wenn du geschickt genug bist, kannst du schwierige Dritte ausführen und gegnerische Angriffe ausweichen. Weiche Angriffen aus, nutze Gegenangriffe und Talente mit hohem Grundschaden. Meine kraftbedingten Angriffe und Schadensaufnahme. Meide kraftbedingte Angriffe und Schadensaufnahme. Der Kampf, der dann am besten zu mir passen würde, wäre der Weg des Tigers. Und Ausdauer erlaubt dir, in einem Kampf hohem Schaden zu widerstehen. Du regenerierst außerdem viel Energie, die du für deine eigenen Angriffe brauchst. Energie wird für deine Angriffe benötigt. Du kannst damit Angriffe ausführen, die viel Energie benötigen und Angriffe blocken. Du bist nicht geschickt, also versuch gar nicht erst Angriffen auszuweichen oder Angriffe zu verwenden, die hohes Geschick erfordern. So rum. Wenn ich das machen möchte, ist der Weg der Schildkröte der beste. Wie du siehst, sind die Talente sehr wichtig. Versuche immer neue Talente zu erlernen, frag deinen Lehrer und habe einen Langzeitplan für deine Charakterentwicklung. Versuche nicht, deine Werte zu stärken, weil du große Zahlen magst. Trainiere nur gezielt, wenn du es musst. Ende. Denk dran, kämpfen soll Spaß machen. Ach Moment, wir brauchen ja gar nicht schlafen, wir müssen erstmal was essen. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Dann schnabulieren wir mal was. Und schieben noch ein Steak nach. Da haben wir noch zwei Stück Rest. Und dann können wir hier weiter uns erholen. Wann ist denn der Kampf? Ist erst morgen? So, jetzt ist gleich die Erholung voll. Dann lassen wir ihn noch ein bisschen fernschauen, damit er eine bessere Laune erhält. Und dann machen wir direkt weiter mit dem Kämpfen.
Beziehungsweise essen wir was und gehen dann nochmal trainieren. So, machen wir ein paar Liegestütze. Sollte unsere Werte weiter steigern. Und wir versuchen es weiter auf die Werte zu kriegen, die wir wollen, auf 3, 2, 2. Und klappt das? Das müsste eigentlich. Da haben wir 2, da haben wir 3. Wunderbar, so ist es richtig. Und wir essen nochmal eine Kleinigkeit. Und gehen direkt auf zum nächsten Kampf. 2, 1, 2. Abwehr. Energieregeneration, Genauigkeit. Ach, das ist die Genauigkeit und das ist die Abwehr. Okay. Und hier haben wir, müssen wir mal gucken. Wir machen das mal raus und machen den hier rein. Vielleicht bringt das was. Wie das was bringt. Da haben wir ordentlich Schaden raus. Das ist eben mal eine 20er-Kombo, aber er macht auch Schaden. Wir müssen das Blocken doch nochmal reinholen. Aber da müssen wir uns erstmal Platz schaffen. Beziehungsweise ich weiß schon, wie wir für die nächste Runde skillen. Na, wir machen den normalen Schlag nämlich raus und nehmen dafür das Blocken mit rein. Geht's in die zweite Runde. Ja, es wird doch mal Zeit, dass wir mal treffen. Was soll denn das? Ich will hier nicht verlieren. Ihr schlagt zu. Wir haben verloren. Das gibt's ja gar nicht. Wieso haben wir das verloren? Melden wir uns direkt nochmal an. Können wir denn was skillen? Wir haben ja nur einen Punkt gekriegt. Dafür brauchen wir ja mindestens 3 Punkte. Naja, wir gehen erstmal arbeiten. Gucken mal, ob wir ein bisschen mehr auf die Rippen kriegen. Zum Supermarkt. Und nach hoppla, Hause. Was will er jetzt? Hallo? Hey Junge, ich hoffe, du versuchst nicht alles auf einmal hinzubekommen. Du meinst, ich soll nicht alles auf einmal trainieren? Du kannst es ja versuchen, aber es sind noch Arbeit, Essen, Schlafen. Ich versuche schon, Frank. Ich verstehe schon, Frank. Ich muss mich in einer Sache spezialisieren, richtig? Du bist ein kluger Junge. Mach weiter so, Sportskanone. Ne, wir ruhen uns erstmal ein wenig aus. Und gehen dann nochmal trainieren.
So, einmal Fleisch. Nochmal Fleisch. Und dann gehen wir in die Muckibude. Wir gehen trainieren. Nehmen wir erstmal die Stärke hoch. Jawohl, nicht schon wieder schön auf 3. So gefällt mir das. Jetzt trainieren wir hier ein wenig weiter. Dann verdrechen wir den Hexen, dass er nicht mehr weiß, wie es ihm geht. So, und gleich haben wir die 4. Und dann hoffe ich, dass wir die anderen beiden noch auf 2 kriegen. Das sieht aber gut aus. So, und dann gehen wir noch was essen. Und kämpfen. Bin ich mal gespannt. Rein theoretisch müssten wir ordentlich Schaden austeilen, wir müssen aber natürlich auch treffen, das ist immer das Problem. Die besten Schläge, die am meisten Schaden machen, ohne 29er Kombi, jawohl, die bringen halt nichts, wollte ich sagen, wenn man sie nicht platzieren kann, also nicht trifft. Das war eine schnelle Kombo von ihm, aber das hier sieht gut aus, reicht's? Na, schade. Mich so gefreut, wenn wir ihn in der ersten Runde platt gemacht hätten, aber in der zweiten. Dann machen wir ihn jetzt in der zweiten platt. Jetzt versetzen wir ihn in den Gnadenstoß und da liegt er. So sieht's aus. Und wir kriegen 40 Token und Happiness und Ligapunkte. Wir können hier weiter skillen und das machen wir auch direkt. Deine Kraft sinkt nicht unter 4. Das mache ich doch direkt erstmal, bevor ich hier das aktives Talent nehme. Denn jetzt kann das nicht mehr fallen. Können wir hier das noch erhöhen? Muss ich mal gucken. Weg des Bären schaltet frei. Okay. Da muss man Schritt für Schritt mal gucken später. Was ist Motivation? Wenn er dich so ansieht, schaffst du noch eine Runde. Jetzt 10% mehr Stärke beim Training. Okay. Klingt doch mal super. So, und wir können uns für den nächsten Kampf anmelden. Das habe ich auch getan. Ja, wir bezahlen das Geld. Natürlich helfe ich dir. Das macht man doch so unter Kumpels im Studio. Wir achten darauf, dass ihm die Handel nicht auf den Kopf fällt. Und zack, da haben wir ihm geholfen. Danke, ich habe dich trainieren gesehen. Du kannst wohl gut kämpfen. Ja, gelegentlich bin ich wirklich ganz gut. Dann sollst du das hier sollte dich das hier interessieren. Das ist ein Ort jenseits des Flusses in einem Lagerhaus. Weißt du irgendwas über inoffizielle Ultimate Fights? Nicht viel. Wenn du dir ein bisschen Geld dazu verdienen willst, solltest du dort mal hingehen.
Du musst einfach mehr darüber erfahren. Ich finde, es klingt zu gefährlich. So, pass auf, bei diesen Kämpfen kannst du ziemlich schwer verletzen. Kannst du dich ziemlich schwer verletzen. Machen wir jetzt erstmal hier weiter. Zack, zack, zack. Wir pumpen. Das sieht doch alles sehr gut aus. Hier können wir bestimmt auch noch was machen. Passt. Hey, 5. Jetzt bist du fitter als zuvor. Du siehst sogar besser aus als ich. Schön, da haben wir ein Ziel freigeschaltet. Das freut mich doch. Wollen wir noch ein bisschen Seil springen? Sollte nämlich auch mehrere Attribute bringen. So, ist schön. Und dann trainieren wir da noch kurz dran. Ich hoffe, das reicht noch für ein volles Level. Bevor wir zu viel Hunger haben. Oh, schade. Na schön, wir gehen was essen. Und ruhen uns auch ein wenig aus. Essen noch was. Gehen wir da mal kurz rein. Und pumpen gerade noch das eine auf 3. Und dann gucken wir mal nach den Ultimate Fights. Und quatschen mal mit ihm hier. Hey, ich höre, du organisierst Ultimate Fights, stimmt das? Du siehst nicht aus wie ein Polizist, also ja. Jetzt kannst du in der Ultimate League kämpfen. Ich mache mir schon ein paar Sorgen. Dann bin ich dabei. Okay, aber wir kämpfen nicht jeden Tag. Unsere Kämpfe sind richtig gefährlich. Du kämpfst zum ersten Mal in der Ultimate League. Ich bin so aufgeregt. Ich hätte nicht Hätte ich mein Gesicht verbrannt, wäre ich jetzt... Was? Hätte ich mein Gesicht verbrannt, wäre ich jetzt wie du. Wow. Ein richtig cooler Spruch. Und wir machen den ersten Kampf in der Ultimate League. Ich hoffe, das war eine gute Idee, den jetzt schon zu machen. Weil die sind nicht sehr schwach, sondern ziemlich stark. Und ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Bonisch 39er Combo, das ist doch schön. Na, wieder eine 14er Combo und da ist er weg in der ersten Runde. Ich nehme alles zurück. Wir machen es komplett richtig. Und wir gewinnen 15 Ligapunkte, verlieren 10 Leben, aber das ist ja nichts. Wir kriegen $40, 2 Tokens und 70. Wie heißt es nochmal? Stimmung. Jawohl. Wer ist denn das? Ah, das ist nicht derjenige, der unseren Vater entschossen hat. Den erkenne ich doch an dem roten Auge. Wer ist der Mann mit dem roten Auge? Er hat ihn auch gesehen. Ich habe das Gefühl, ihm schon einmal begegnet zu sein.
Als ich ihn zum ersten Mal sah, hatte ich das gleiche Gefühl. Jeder nennt ihn den Mann in Schwarz oder das rote Auge. Er richtet auf seiner Insel einen Wettkampf für die besten Kämpfer aus. Gelegentlich kommt er her, um sich neue Kämpfer anzuschauen, aber er lädt nur die Meister ein. Dann muss ich halt ein Meister werden. Der blutige Kampf. Der erste blutige Kampf. Geschafft. So. Und du musst dich jetzt in der Ultimate League beweisen. Erreiche die gelbe Zone. Das dauert bestimmt ein Weilchen. Alles klar. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, ist es auch schon wieder soweit. Wir können zwar noch skillen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auch hier wieder fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich bitte. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge Punch Club. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.